Katrin Durakovic und Momo. Beide kommen aus Schwäbisch Gmünd, sind verheiratet und die amtierenden Mrs. und Mr. Germany. Im Fitnesscenter geben sie gemeinsam den Ton an. Zu Hause sieht das anders aus. Die zweijährige Chenoa ist hier der Mittelpunkt. Anfang des Monats musste sie kurzzeitig auf Papa verzichten. Da hat er die Wahl zu Mr. Germany gewonnen. Das ist schon Wahnsinn. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, also da steckt mir schon noch so ein bisschen der Kloß im Hals, weil es schon ein sehr ergreifender Moment ist. Klar, man setzt sich unter 1000 Bewerbern durch, ja, und die meisten Mister, die sind ja eher jünger gewesen, ja, und ich bin dann doch eher so ein älteres Kaliber in der Hinsicht. Gerade mal 30 Jahre ist er alt, genauso wie Ehefrau Katrin. Die amtierende Mrs. Germany war übrigens nicht immer so gärtenschlank. Nach der Geburt von Chenoa wog sie stolze 89 Kilogramm. Zurück zur Traumfigur und zur Wahl zu Mrs. Germany war es ein weiter Weg. Ich bin samt Kinderwagen und Baby alles Mögliche raus und bin dann eine Stunde joggen gewesen, aber jeden Tag, auch bei 40 Grad im Schatten, also das war mir dann egal. Und dann, ja, dann hatte ich nur noch 53 Kilo, also war dann auch extrem dünn, aber das, ja. Also mit Disziplin und wirklich Durchhaltevermögen zurück zur alten Figur, sogar noch zur besseren. Auf jeden Fall, also Disziplin ist das A und das O. Derzeit gehen Katrin und Momo 3 bis 5 Mal die Woche ins Fitnesscenter. Ohne Schweiß eben keinen, sie wissen schon. Prinzipiell bin ich schon sehr eitel. Ja. Also ich bin von Sternzeichen Jungfrau. Jungfrauen wird nachgesagt, dass sie sehr penibel sind, sehr genau sind. Und ich bin dann schon, ja, was, also für mich persönlich, also wenn ich dann aus dem Haus rausgehe und ich das Gefühl habe, da steht ein Haar irgendwie nicht richtig, dann fühle ich mich irgendwie nicht wohl. Das ist ganz komisch. Nicht nur die Frisur muss sitzen, auch die Körperproportionen müssen stimmen. Darf man mal deinen Waschbrettbauch sehen? Aber nur ganz kurz. Okay. Ja, der kann sich sehen lassen. Die sympathischen Eltern haben trotz vielem Fitnesstraining das Wichtigste nicht aus den Augen verloren. Chenoa ist ihr Lebensmittelpunkt und die weiß genau, wie ihre Zukunft aussehen soll. Was willst du mal werden? Auch. Ich will auch nicht Germany. Wir meinen, bei den Eltern dürfte das kein Problem sein.